Nachfragezonen entstehen dort, wo Banken große Kaufaufträge positionieren. Der Preis, der geht an dieser Stelle aufgrund der hohen Nachfrage mit großen Bewegungen nach oben. Und Angebotszonen, die entstehen dort, wo Banken und andere Big Player große Verkaufsorders am Markt platzieren. Ein Überangebot flutet den Markt und der Kurs geht mit schnellen Bewegungen runter. Auch wenn wir meistens diese Bewegung zu spät erkannt haben, so bleiben die Key-Level für uns sichtbar. Also der Punkt, an dem die Bewegung gestartet ist. Ein erneutes Eintauchen in diese Zone kann für einen Abprall genutzt werden. Diese Preislevel, die haben ein großes Ungleichgewicht, welches ausgeglichen werden will. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, an diesen Preiszonen in dieselbe Richtung erneut abzuprallen, sehr hoch. Lass uns mal drüber sprechen. Willkommen bei Kaspareit Trading, ich bin Alex. Alles, was du hier lernst, das kannst du für Aktien, für Index, für Währung, natürlich auch Kryptowährung, Rohstoffen und allen weiteren Assets anwenden, welche das nötige Volumen, aber auch Marktstruktur aufweisen. Du wirst heute sehr viel Neues lernen. Bitte like deswegen dieses Video, damit dieser Kanal auch weiter wachsen kann. Vielen Dank. Es braucht natürlich praktische Erfahrung, die Besten dieser Zone zu ermitteln und zu traden. Aber ich zeige dir heute, wie es dir leichter fallen wird, diese Zone zu erkennen, einzuzeichnen und zu handeln. Nachfragezone erkennen. Wir betrachten den Chart vom Nasdaq auf dem Stundenchart. Nun erkennen wir einen massiven Kursanstieg. Diesen Anstieg, den konnten wir im Vorwege leider nicht erkennen und damit wahrscheinlich auch nicht handeln. Aber wie gesagt, oft kommt der Kurs an diese Zone zurück und gibt uns eine zweite Chance, auch mit dabei zu sein. Dafür betrachten wir die Kerze direkt vor dem großen Anstieg. Oftmals hat diese Kerze die gegenteilige Farbe als die Ausbruchskerze. In dem Fall wird sie als Orderblock definiert. Aber auch Pinbars oder Dojis mit derselben Farbe können wir als Liquiditätszone definieren. Wir zeichnen uns nun ein Rechteck ein, welches das Hoch und das Tief dieser Kerze markiert. Dieses ziehen wir dann weiter nach rechts in die Zukunft und warten darauf, dass der Kurs zu dieser Zone zurückkehrt, um das Ungleichgewicht auszugleichen und die Liquidität abzuzapfen. Dies ist hier passiert. Angebotszonen erkennen. Hier ist es entsprechend umgekehrt. Der Kurs, der macht große rote Kerzenkörper. Sobald wir diese sehen, da versuchen wir jetzt nicht auf den fahrenden Zug aufzuspringen, sondern betrachten die Kerze direkt vor dem Abverkauf. Das Hoch und das Tief dieser Kerze ist unsere Angebotszone. Wir ziehen das Rechteck wieder nach rechts in die Zukunft und lauern darauf, dass dieser Kurs zurück in diese Zone kommt. Dies ist hier geschehen. Psychologische Marken. Viele Trader und Anleger, die verwenden gerne ganze Zahlen beim Kaufen oder Verkaufen von Aktien oder Derivaten. Niemand gibt gerne Nachkommastellen ein, weswegen die ganzen Zahlen eine deutlich höhere Aussagekraft haben. Und unsere Nachfrage- und Angebotszonen, die haben umso mehr Aussagekraft, wenn diese auf runde Zahlen stoßen. Somit können die vollen Zahlen als durchgängige Liquiditätszonen hilfreich sein. Läuft der Nasdaq zum Beispiel die 12.000 Punkte an, dann können wir davon ausgehen, dass auf diesem Level zumindest eine Reaktion erfolgt. Trade-Eröffnung. Wo steigen wir ein? Natürlich reagiert der Kurs nicht immer auf Angebots- oder Nachfragezonen. Wenn der Kurs an unseren eingezeichneten Level nicht anhält, ja, dann macht es auch keinen Sinn, einen Trade zu eröffnen. Daher sollte man auch nicht mit Limit-Orders arbeiten, welche dann automatisch getriggert werden, wenn der Kurs das Level erreicht hat. Auch wenn es mehr Zeit benötigt, dann macht es Sinn, sich beim Eintreten in diese Zone einen Alarm zu setzen und dann den Kurs zu beobachten. Reagiert der Kurs auf diese Liquiditätszone? Verlangsamt er sich? Wenn er einfach durchwandert, als gäbe es keinen Widerstand, dann ist diese Zone für uns uninteressant und wir können diese wieder löschen. Dann wurde die Liquidität bereits genommen und abgebaut. Aber verlangsamt sich der Kurs an dieser Zone stark und reagiert, dann wäre ein Einstieg möglich. Aber wo genau steigen wir ein? Dafür gibt es wie immer eine Menge Möglichkeiten. Denkbar wäre eine Trendstruktur auf einem deutlich kleineren Timeframe, wie zum Beispiel dem M5 oder M1-Chart. Erkennen wir innerhalb der Nachfragezone auf M1 einen Trendbruch in unsere Wunschrichtung, dann können wir diesen Bruch als Einstieg nutzen. Also wenn der Chart ein höheres Hoch als das vorherige Hoch zeigt, auf kleinster Zeiteinheit. Den Stop-Loss, den kannst du dann entweder am Tief der Nachfragezone setzen oder aber direkt nach Markttechnik, also ans neue Tief der neuen Trendstruktur. Dies ist die sauberste Lösung. Eine andere Möglichkeit wäre, speziell dann, wenn der Kurs sich sehr schnell bewegt und keine klare Trendstruktur zu erkennen ist, auf dem kleinsten Zeiteinheiten eine Kerzenformation zu handeln, wie zum Beispiel ein Engulfing oder Pinbar. Aber auch hierfür kannst du einen kleineren Timeframe betrachten. Wenn du deine Analyse auf H4 machst, dann kannst du auf H1 runtergehen oder von H1 auf M15. Musst du aber auch nicht.
Entsteht hier nun eine Kerzenformation, welche für uns aussagekräftig ist, dann steigen wir ein und platzieren unseren Stop-Loss an das untere Ende der Zone. Ein Pin war also eine Kerze, welche einen langen Schatten ausgebildet hat. Der Kurs war also bereits deutlich tiefer, konnte aber in derselben Periode wieder ansteigen. Oder aber ein Engulfing. Also eine Kerze, welche zwar so tief oder sogar tiefer ging als die Kerze zuvor, dann aber die Höhe der Vorkerze übersteigen konnte. Dies ist ein starkes Zeichen einer Bewegungsumkehr. Tritt dies in einer Nachfragezone auf, dann ist das ein valides Signal, dass der Kurs reagiert. Wo steigen wir wieder aus? Take Profit. Das Gewinnziel, das sollte mit einem Mindest-CRV von 1,5 zu 1 erfolgen, besser aber deutlich höher. Doch wir wählen beim Smart Money Konzept keine starren CRVs, sondern wählen das Gewinnziel dynamisch nach Marktstruktur. Wähle für dein erstes Gewinnziel in Long-Richtung die nächstgelegene Angebotszone. Du verkaufst dafür 50% deiner Aktien bzw. Derivate und setzt die anderen 50% zunächst auf Break-Even. Damit hast du bereits einen Gewinn gesichert und kannst mit dem Rest nicht mehr ins Minus fallen. Die restlichen Positionen, die kannst du dann entweder an der nächsten höheren Angebotszone glattstellen oder aber nach Trendstruktur weiter trailen. Jeweils nach den Korrekturen setzt du den Stop-Loss knapp darunter, sobald der Kurs ein neues Hoch ausgebildet hat. Wir switchen zu Crude Oil und betrachten den H4-Chart. Wir sehen am 5. Dezember 2022 einen starken Abverkauf vom Rohöl und können somit ganz klar eine Angebotszone festlegen. Umso stärker und weiter die Bewegung ausfällt, umso größer wird das Ungleichgewicht innerhalb dieser Zone. Eine Rückkehr in diese Zone wird somit sehr interessant. Ich rahme mir die Angebotszone ein und warte darauf, dass diese Zone erneut angelaufen wird. Dies passiert erst am 27.12. Nun könnte ich auf einen kleineren Timeframe wechseln und meine Formation suchen bzw. Trendstruktur. Aber auch hier auf H4, da sehe ich bereits den Pinbar und steige Short ein. Den Stop-Loss, den setze ich an das Hoch dieser Zone. Das erste Gewinnziel, das wäre das Korrekturtief bei 77,10. Dieses wurde schnell erreicht. Und die restlichen 50%, die sichere ich nun bei Break-Even ab. Und wurde ausgestoppt. Ein Re-Entry, der kann erneut erfolgen, nachdem man sieht, dass die Zone weiterhin hält. Der Einstieg, der wäre auf einem kleineren Timeframe sicherlich früher erfolgt, aber auch hier auf H4, da sieht man einen Außenstab, welchen man als Einstieg nutzen kann. Erstes Gewinnziel wäre nun der Bereich bei 74 Dollar. Dieser wurde erreicht. Die restlichen Trades, die werden nun bei Break-Even abgesichert. Ein nächstes Ziel, das wäre nun der Bereich bei 70 Dollar, welches nicht mehr erreicht wurde. Hier ein paar weitere Beispiele. Ich hoffe, du konntest heute etwas Neues lernen. Wenn dem so ist, dann sei doch bitte so fair und gib diesem Video einen Daumen und abonniere auch diesen Kanal. Vielen Dank. Hab eine tolle Woche und bis zum nächsten Video.